Ein Adler unter Hühnern. Verfasser unbekannt. Ein Mann fand eines Tages ein Adlerei und legte es in das Nest einer ganz gewöhnlichen Haushenne. Ein kleiner Adler schlüpfte parallel mit ein paar Hühnerküken und wuchs zusammen mit diesen auf. Sein ganzes Leben lang versuchte der Adler, sich wie ein Huhn zu benehmen, was ihm aber nicht immer gelang. Manchmal fühlte er sich abartig und fremd unter all den Hennen. Doch ohne Zweifel, der Adler dachte, er sei eine Henne, wie alle anderen Hennen auf dem Hühnerhof. Er kratzte in der Erde nach Würmern und Insekten, er gluckte und gackerte halbwegs wie die anderen Hennen. Nur ab und zu hob er ein wenig seine Flügel und flog ein Stück über den Hühnerhof, ähnlich wie die anderen Hennen. Jahre vergingen und der Adler im Hühnerhof wurde sehr alt, aber nicht glücklich. Eines Tages sah er einen herrlichen, großen Vogel hoch oben am wolkenlosen Himmel seine Kreise ziehen. Anmutig und hoheitsvoll schwebte dieser beeindruckende Vogel in den Lüften, fast ohne seine riesigen, kräftigen Flügel zu schlagen. Der Hühnerhofadler blickte sehnsüchtig empor zu diesem Himmelsvogel und wusste gar nicht, warum der da oben ihn so tief berührte. »Wer ist das?« fragte er ganz aufgewühlt eine Nachbarhenne. »Ach, das ist der Adler, der König der Vögel«, gackerte die Henne. »Wäre es nicht schön, wenn wir auch so fliegen könnten?« fragte der Adler. »Das können wir nicht«, sagte die Henne. »Mit dem darfst du dich nicht messen. Er gehört dem Himmel. Doch du und ich, wir sind von anderer Art. Wir gehören dem Boden. Wir sind Hühner.« Der Adler schämte sich leise für den unbescheidenen Traum vom freien Flug und für dieses komische Gefühl in der Brust, das sich in ihm breit gemacht hatte. Ein Gefühl so weit und luftig, so frei. So blieb der Adler das, wofür er sich hielt, und starb eines Tages als Huhn unter Hühnern.